Einen wunderschönen guten Morgen aus der Toskana. Ich habe hier einen Blick auf Elba und dahinter mir, da seht ihr schon die Wohnmobile stehen. Ich habe mich einfach dazwischen gequetscht. Hatte eine richtig gute Nacht hier. Ich bin, ein Gecko. Ich bin in Piombioni und heute möchte ich weiterreisen. Ich habe mir zwei wunderschöne Dörfer markiert, die will ich heute anschauen und dann schauen wir mal, geht's weiter an der Küste nach unten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Aber zuerst brauche ich eine Dusche. Ja, ich bin startklar. Mein nächstes Ziel heißt Monte Merano. Da fahre ich jetzt hin. Ich starte in Piombini und mein Ziel ist Monte Merano. Und das hier ist mein schöner Stellplatz am Meer gewesen. Aber sehr voll. Ich bin angekommen in Monte Merano und hört mal, das ist der Ausblick. Und da steht Werner, wieder voll in der Hitze. Ich werde nachher erzählen, wie viel Grad in ihr sind. Und jetzt wandere ich hier oben in das Dorf und schaue es mir an. Monte Merano ist eine Gemeinde in der Toskana und sie ist auch Mitglied der Vereinigung Die schönsten Orte Italiens. Es gibt genau 27 toskanische Ortschaften, die auf dieser offiziellen Liste stehen. Der Ort liegt etwa 34 Kilometer nordwestlich von der Provinzhauptstadt Grosseto und ist mit 487 Einwohnern der einwohnerstärkste Ortsteil des Hauptortes. Die erste schriftliche Dokumentation von Monte Merano stammt aus dem Jahr 1188 und ist vom Papst Clemens III. Im Jahre 1382 wurde Monte Merano dann zu einer Festung mit Stadtmauern ausgebaut. Die dreiteilige Stadtmauer ähnelt einer Herzform und umschließt enge Gassen, kleine Plätze und Steingebäude mit blumengeschmückten Balkons. Bis heute ist der mittelalterliche Kern mit seinen Stadtmauern und Stadttoren und der Burg und die Häuser aus der Renaissance weitgehend sehr gut erhalten. Ich kann euch nur sagen, Monte Merano ist wirklich ein bezauberndes Dorf. Vor allem, es sind so wenig Touristen hier. Man nennt es auch das Dorf der Liebe. Und wenn du auf der Straße von Marciano nach Satona fährst, dann kannst du die Stadt schon auf dem Hügel weit oben erblicken. Ich laufe gerade hier lang und plötzlich schmeißt ein Eis hier bei 33 Grad im Schatten auf mich. Ich glaube, die Balken müssen auch mal wieder renoviert werden. Ich bin zurück. Hört mal den Sound. Ich bin schon ganz gespannt, wie viel Grad wir jetzt haben. 42, wie gestern. Hält sich. Okay, draußen sind 38 Grad im Schatten. So, es geht weiter. Tschüss, Monte Merano. Das Ziel ist jetzt Sperlonga. Eine alte Piratenstadt. 3 Stunden 30. Tschüss, Monte Merano. Ich glaube, dann heißt es jetzt auch gleichzeitig Tschüss, Toskana. War mir ein Vergnügen. Ich fand ein bisschen Ähnlichkeit mit der Provence. Seht, ich bin am Meer und zwar bin ich in der Piratenstadt Sperlonga, da nehme ich euch heute mit. Bin jetzt hier in Sperlonga angekommen, hatte mir auch einen Parkplatz bei Park4Night rausgesucht, der hat mir überhaupt nicht gefallen und hätte Parkgebühr 70 Cent gekostet, was ja jetzt nicht
das Problem wäre. Aber der Platz hat, der war, also wie gesagt, aufs Bauchgefühl hören. Und dann habe ich gegoogelt, wo es hier, also scheinbar ist es hier schwierig mit Parkplätzen. Jetzt stehe ich hier und hier ist ein Tor. Laut Google wird der um 19 Uhr geschlossen. Jetzt ist es 17 Uhr und hier ist auch niemand. Also ich kann nicht mal irgendwo meine Parkgebühren bezahlen. Jetzt habe ich andere Leute gefragt und die haben gesagt, ja, normalerweise ist der hier, aber der, wenn der nicht hier ist, bezahlen wir nicht. Okay, aber das Problem ist, hier ist ein Tor. Also, falls das dann zu ist, wenn ich wiederkomme, kann ich ja immer noch rüberklettern und im Auto bleiben, bis morgen früh das Tor wieder öffnet. Schauen wir mal. Darf ich mich mal kurz über die italienischen Straßen auslassen? Ich bin tatsächlich schon in vielen Ländern Europas gewesen. Ich war im Balkan, ich war Pyrenäenhalbinsel, also eigentlich in ganz Europa, außer im Norden. Und ich hatte es in keinem Land, dass es so, so schlechte Straßen gibt. Und da ist keine ausgenommen. Das ist egal, ob es eine Autobahn ist, eine Fernverkehrsstraße oder irgendeine Landstraße. Da steht 70 km/h, fährst du da 70 km/h, bricht dir die Achse, weil da irgendwo ein Loch ist. Also ich hatte noch nie Probleme mit meinen Schränken, aber jetzt sind mir alle Schubfächer rausgeflogen. Das hatte ich noch niemals. Also, oh, das ist echt anstrengend, hier in Italien zu fahren. Puh. Jetzt habe ich hier eigentlich einen schönen großen Parkplatz gefunden. Und ja, den hatte ich auch schon bei Park4Night gefunden. Aber pass mal auf. 0 bis 24 Uhr ist ja okay. Aber hier, 30 Euro 24 Stunden. Dafür kann man auf den Campingplatz gehen. Warum ich unbedingt hierher wollte? Jemand aus der Community, also jemand von euch, der hat mir geschrieben, fahr nach Sperlonga, das ist eine alte Piratenstadt, die soll wunderschön sein. Ich bin schon ganz gespannt, ob sich das lohnt. Also bis jetzt ist mir die Stadt sehr unsympathisch. Heute Abendmarkt, da weiß ich schon mal, wo ich hingehe. Okay, kann mir mal einer sagen, wo ich lang gehen soll? Ach, perfekt. Also, ich muss sagen, ja, es hat sich wirklich gelohnt. Es ist richtig schön hier. Wartest du denn? Oh oh, da kommt eine Avocado angerollt. Oh, wie es scheint, habe ich den Weg gefunden. Muss ja echt mal sagen. Das ist hier ganz schön teuer. Jetzt haben wir mal den Überblick. Also es ist tatsächlich so, hier gibt es nicht mal Einwohnerparkplätze, wo ich mich hinschummeln könnte. Das da hinten sind so alles Gewächshäuser mit Tomaten und so. Da ist der Parkplatz, der 30 Euro kostet. Meiner ist da hinten irgendwo hinter den Bäumen, der mir auch ein bisschen unsicher ist. Und mehr ist hier nicht. Also hier kann man schlecht parken, wo die Menschen wohnen. Ach, vielleicht finde ich ja doch noch was. Hier könnte ich immer shoppen ohne Ende. Ich habe jetzt einen Parkplatz gefunden, direkt da oben, der noch leer ist. Und da ist die Parkuhr defekt. Ich wollte gucken, was es kostet und die ist out of service. Also, mein Plan jetzt, das Auto holen und dahin fahren. Drückt mir mal die Daumen. Es hat geklappt. Ich habe einen
Parkplatz bekommen. Allerdings hatte dieser Parkplatz mehrere Parkscheinautomaten, so dass ich jetzt am Ende doch bezahlen musste. Aber ich habe jetzt nicht die 20 Euro für ein Tagesticket ausgegeben, sondern 5 Euro für noch einen Spaziergang hier und dann werde ich später einfach weiterfahren. Hier ist jetzt natürlich alles rappeldicke voll. Boah, schaut euch doch mal die Bougainville an. Die rankelt hier überall wo lang. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über euren Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wie immer, Kanal abonnieren.